Ich habe eine Kerze angezündet. Warum? Sie soll ein Zeichen sein für die Freude, die man mit dem Ruhetag erleben kann. Und zwar von dem Tag, den wir aus der Bibel als Sabbat kennen. Willkommen zu Shabbat Shalom, unserer kurzen Gedenkzeit zum Sabbatanfang. Der Frühling ist da. Hurra, lang ersehnt und nun endlich ist es soweit. Ja, es ist die Zeit der Liebe und bei vielen schlagen die Herzen höher. Allerdings vergessen wir nicht, dass für scheinbar immer mehr Menschen der Frühling auch eine Art Belastungsprobe darstellt. Denn viele Menschen leiden im Frühling wegen der Allergie. Ich kenne Leute, die im Frühling lieber zu Hause bleiben. Ich zähle mich allerdings zu denen, die ihn kaum erwarten können. Ich mag den Frühling. Wissen Sie, wenn man so viele Stunden im Büro zubringt oder bei Sitzungen und draußen lacht der blaue Himmel und der Sonnenschein, die Vögel singen und ich sitze Stunde um Stunde vor dem Computer, da bin ich einfach froh, wenn ich mal raus kann und die Frühlingsluft genießen. Sie haben doch gemerkt, als sich der Gesang der Vögel änderte, oder? Wir haben am Auto so einen elektronischen Marderschreck, der immerfort hohe Töne von sich gibt, damit der Marder nicht wieder zubeißt und Schaden im Motorraum macht. Neulich habe ich mich gefragt, ob das Ding vielleicht kaputt ist, denn es war nicht mehr zu hören. Bis mir klar wurde, dass jetzt die Vögel das Gerät übertönen mit ihrem hellen, klaren Gesang. Wunderbar. Wissen Sie eigentlich, dass es manche Regionen auf der Welt gibt, wo es keinen richtigen Frühling gibt? Manche Länder haben nur zwei Jahreszeiten, den Sommer und die Regenzeit. Ja, in einigen Ländern Mittelamerikas zum Beispiel, da gibt es eine trockene Zeit und die Zeit, wo es praktisch monatelang fast jeden Tag regnet. Die haben keinen richtigen Frühling. Also genießen Sie es einfach. Frühling ist ein Synonym der Schönheit, Freude, Liebe und so weiter. Eine unserer Zuschauerinnen hat uns einen Frühlingspsalm zugeschickt. Jetzt ist die richtige Zeit dafür. Freuen wir uns daran. Frühlingspsalm. Herr, wir loben dich. Du hast den Frühling gemacht und den Mai, der das wunderbare Erwachen in größter Vollendung zeigt. Nach Dunkelheit, Kälte und Trostlosigkeit ist das Auge und die Seele trunken von so viel Fülle, Schönheit, Wärme und Licht. Überall Blüten, helles Grün und immer wieder Düfte. Die Seele fasst es kaum und wird hinweggetragen von Freude und Dankbarkeit. Die Nachtigall ist wieder da. Ihre wunderbaren, variablen Töne schmettert sie so selbstbewusst und klar, dass sie uns tief berührt. Wer mit dem Tag aufsteht, hört ein Jubeln und pure Lebenslust aus vieler Vögel Brust. Herr, das ist Leben, das ist Glück. In Wald und Wiese blühen Schlüsselblumen, Wiesenschaum, Kraut und überall Eidotter gelber Löwenzahn, aus denen Kinder Kränze flechten, die Seele wird gesund. Herr, du schenkst Kraft für ein neues Jahr und segnest uns heute mit Trost und Zuversicht in deine treue Führung. Erlauben Sie, dass ich nun ein kurzes Gebet spreche. Lieber Gott, wir wollen uns herzlich bedanken für die Schönheit in der Natur, die wir an so vielen Stellen entdecken können. Und dieses neue Leben, das uns so erfrischt und erfreut. Danke auch, dass wir einen Ruhetag haben, auf den wir uns freuen dürfen. Amen. Der Frühling zeigt uns auch, dass es nach der dunkleren Zeit des Lebens wieder Hoffnung gibt. Wie es im Winter viele graue und dunkle Tage gibt, gibt es auch in unserem Leben solche grauen Tage, wo man manchmal keine Motivation findet oder einfach die Kraft fehlt. Man kann die Jahreszeiten und Blumen auch mit unserem Leben vergleichen. Für die Blumen ist der Winter auch eine dunkle Zeit, wo sie fast tot sind. Sie sind vertrocknet und verwelkt, aber sie sind nicht tot.
Im Frühjahr ist es gerade so, als ob Gott mit seiner Hand über die Erde wischt und alles neu zu leben beginnt. Und genauso kann es in unserem Leben sein. Wir haben einen Moment, wo alles grau und traurig ist und wir vielleicht jegliche Hoffnung verlieren. Möglicherweise kennen Sie das. Lassen Sie sich ermutigen. Die Sonne scheint wieder, das Leben beginnt neu, alles erblüht wieder ganz frisch. Nach den grauen Tagen kommen auch die bunten und lebendigen Tage wieder. Wir alle hier im Studio glauben das und wir wünschen Ihnen viel Kraft und auch die Hoffnung, dass der Frühling auch in Ihrem Leben Spuren hinterlässt. Wenn Sie jetzt als Familie zusammen sind, dann schaffen Sie doch einmal einen Farbenpsalm, so würde ich es mal nennen. Sprechen Sie aber nicht mit Worten, sondern mit Farben. Soll ich Ihnen mal zeigen, wie das geht? Ich habe hier ein paar Dinge zusammengetragen. Zunächst mal ein Wasserglas, ganz einfach. Und dann nehme ich Zucker und mache daraus Zuckerwasser. Und zwar nicht wenig Zucker. Ruhig, schönes, kräftiges Zuckerwasser. So, mag mal genügen. Und dann rühre ich das auch um, damit sich der Zucker löst. Wenn Sie warmes Wasser nehmen, geht das noch ein bisschen schneller. So, Zucker nehme ich mal runter. Und dann nehmen Sie ein Blatt, Karton, Zeichenblatt, Zeichenkarton. Tauchen den Pinsel schön in das Zuckerwasser ein und bestreichen das Blatt mit diesem Zuckerwasser. Geht ganz einfach, können auch schon kleine Kinder, ist nicht schwer. Man muss nur einen Pinsel haben, der das auch packt und das schön auf dem Blatt verteilt, das Zuckerwasser. So, mag jetzt mal genügen. Und jetzt kommt der spannende Schritt, der wichtig ist. Und zwar brauchen Sie dazu Schulkreide, so wie ich sie hier habe, farbige Schulkreide und eine Schere. Wenn Sie Kinder haben, achten Sie darauf, dass Sie eine Kinderschere haben, also nichts, was gefährlich ist. Und dann nehmen Sie einfach von der Kreide abwechselnd Farben, die Ihnen gefallen. Und ich muss mal das Glas beiseite rücken. Und streuseln diese Farbe auf das mit Zuckerwasser eingestrichene Blatt. Diese Kreide. Sehen Sie, was da passiert? Die Kreide krümelt da drauf und löst sich mit dem Zucker dann so nach und nach, wenn Sie gut eingestrichen haben, löst sie sich mit dem Zuckerwasser auf. Und so kann man dann die Farben ganz nach Gusto auf dem Blatt verteilen, sodass ein richtiges, schönes, buntes Gemälde draus wird. Und der Zucker, der dient dazu, dass das Ganze ein wenig fixiert wird. Das ist dann bald so wie eine Lackschicht, die darüber entsteht. Ich mache mal noch eine Farbe und dann mag es zur Demonstration genug sein. Sie wissen dann, wie es geht. Ne? Also da kann man sehr schön, ein sehr schönes Bild komponieren, die Farben intensiv oder weniger intensiv gestalten. Ich habe jetzt schon mal ein Blatt fertig, das haben wir vorher vorbereitet. Schauen Sie, so sieht das aus. Und das finde ich doch wirklich schön, abwechslungsreich, interessant. Ja, was kann man jetzt damit machen, fragen Sie vielleicht. Hat das einen praktischen Nutzen? Sicher. Man kann zum Beispiel eine nette Karte, Geburtstagskarte oder Ähnliches daraus gestalten. Wenn man zum Beispiel sagt, ich will die mit einem Brief verschicken, dann haben wir die Größe hier ungefähr und dann könnte ich einfach so eine Karte aus diesem kleinen Farbwunder schneiden. Schauen Sie. Und dann ist das ja kein großes Ding mehr, da herzliche Glückwünsche drauf zu schreiben auf die Rückseite oder es mit einer Faltkarte zu komplettieren. Und es ist etwas Selbstgemachtes. Im Laden kaufen kann jeder, aber selber machen ist was anderes. Oder man könnte auch, sagen wir mal, einfach noch ein Herz aus dem Ganzen schneiden. So.
Und wenn Sie sich jetzt fragen, wie macht der das denn, dass der einfach so aus der Luft ein Herz hinkriegt, ohne dass es zu schief wird und so weiter, das ist leicht beantwortet. Ich habe mir es vorher auf der Rückseite aufgemalt. Viel Freude mit diesem kleinen Experiment, auch gutes Gelingen dabei. Und jetzt wünsche ich Ihnen einen gesegneten Sabbat.